bin immer beeindruckt. Das ist ein super Auto und ich mag Mercedes natürlich sehr und ich bin schon gespannt, wie sie sich fahren. Tempolimit, dann rote Ampel, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Aber jetzt dann 10 Minuten sind wir da, dann geben wir richtig Stopp und es ist richtig geil. Ich sag's euch, ich kann es gar nicht glauben. Wahnsinn, also ich meine, er gibt unglaublich Gas, aber fast beeindruckender ist noch die Bremsung. Also das ist, die ersten zwei, drei Runden tastet man sich ran, man denkt zwar, man gibt Vollgas und man bremst voll, aber man merkt dann immer noch, es geht mehr und man tastet sich ran. Man will ja auch wissen, wo das Limit vom Auto ist und ja, wow, ich bin beeindruckt. Also das sind fantastische Autos und das ist eine tolle Erfahrung, macht riesen Spaß. Das ist ein super Auto, wie das einfach vorwärts schiebt, was für eine Beschleunigung der hat, wie gut es in den Kurven liegt. Und ja, super Gefühl, ich meine, seitlich zur Straße zu driften und einfach mal mitzufahren, wie man es richtig macht. Oh, it was amazing. First chance that I got to drive such a powerful car, Mercedes, and you know, enjoyed it. The track was really good and something new and something different to just hitting a ball fast. Ja, Mercedes Cup sowieso ein super Turnier. Die Alternative heute Morgen wäre gewesen zu trainieren, habe ich auf heute Nachmittag verschoben. Hat natürlich Spaß gemacht mit den AMGs hier rumzufahren und ja, vielen Dank an Mercedes, vielen Dank an AMG. Also das war eine ganz tolle Erfahrung.